Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, herzlich willkommen zum Video Geometrie, Teil 27. Das Thema dieses Videos lautet der Flächeninhalt eines Dreiecks. Natürlich dürft ihr wieder dabei sein. Wer kommt denn ohne euch aus? Ich brauche aber nur einen Vertreter von euch. Wen wählt ihr? Mich hat man ausgewählt. Gut, dann werden wir an dir den Flächeninhalt eines Dreiecks erklären. Zunächst werden wir die Eckpunkte mit den Großbuchstaben A, B und C beschriften. Für unsere Überlegungen benötigen wir nur die Beschriftung einer Seite, C. Oh, und was ist das? Hier naht Hilfe. Ein zweites Dreieck, das deckungsgleich zu unserem ersten ist, also kongruent. Man kann das zweite Dreieck aber auch an das erste Dreieck anlegen und erhält ein Parallelogramm. Könnt ihr euch noch erinnern, wie wir den Flächeninhalt eines Parallelogramms berechnet haben? Richtig. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com. Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus. Auf www.sofatutor.com